Das sollte eigentlich so sein. Und dann teile ich mal den Bildschirm. So, genau, das passt. Okay, also dann jetzt vielleicht ein paar Worte zur Vorbemerkung. Also wir haben ja die Ketamin-Lectures und das heißt, es wurde schon ganz viel zu Ketamin gesagt. Ich werde also heute Abend nur zwei Folien zu Ketamin bringen und die sind wahrscheinlich auch schon bekannt, die Inhalte. Aber mein Anliegen ist es, allen heute den Rahmen dessen etwas mehr zu vermitteln, in welchem wir das Ketamin dann auch anwenden, nämlich vor allem im klinischen Kontext sind es die sogenannten therapieresistenten Depressionen. Ich meine, das Therapieresistente ist ja der Begriff, ist ja für sich schon so ein bisschen fatalistisch. Wenn ich schon resistent bin, warum soll ich noch irgendwas machen? Aber so schlimm ist es eben halt nicht. Also wir können tatsächlich noch einiges machen und diesen Bereich, den möchte ich allen heute Abend etwas näher bringen. So, jetzt teile ich mal den Schirm. Und das ist das Richtige. Dann gehe ich mal auf Vollbild. Geht das so? Vollbild oder soll ich ohne Vollbild? Ja, es geht. Sehr gut. Sehr. Also eben Behandlungsoptionen bei therapieresistenten Depressionen. Und wie wir hier sehen, haben wir so ein Bild, das mag ich sehr gerne. Das ist so die Region im Gehirn, die mit welcher wir unser Hirn steuern. Ja, wo wir sozusagen gemäß funktioneller Bildgebung im Gehirn aktiv sind, wenn wir die Selbstregie übernehmen. Also wenn wir unsere Emotionen regulieren, wenn wir aktiv nachdenken oder im psychotherapeutischen Kontext etwas machen. Und das gilt es natürlich immer zu stärken. Und es hat auch den Anklang zur Neurobiologie. Und da habe ich natürlich einige Aspekte. Zunächst einmal noch zur Depression selbst. Die Weltgesundheitsorganisation hat mal zu Anfang dieses Jahrtausends, kann man fast sagen, ja, herausgearbeitet, welche Erkrankungen letztendlich diejenigen sind, welche in den nächsten Dekaden die größte Bedeutung haben. Und da war schon im Jahr 2004, waren die unipolaren depressiven Störungen, Erkrankungen an dritter Stelle von allen Erkrankungen überhaupt. Also hier tiefe Atemwegsinfektionen, Durchfallerkrankungen. Ich war also mit Hygiene deutlich zu bessern. Und extrapoliert im Jahr 2030 wird uns in unserer Gesellschaft die Depression die meisten Lebensjahre kosten, sowohl wegen vorzeitigem Tod oder aber auch wegen Erkrankung. Das heißt, die Depressionen sind tatsächlich mit die bedeutendste Erkrankungen überhaupt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich ganz wichtig, dass wir neue Therapiestrategien erarbeiten. Und auch vor dem Hintergrund, dass wir seit einem guten halben Jahrhundert im klinischen Alltag breit etabliert eine neue Therapiestrategie schlichtweg nicht haben. Wir haben die Medikamente, ist klar, aber es sind immer noch monoaminerge Schiene, der klassische Ansatzpunkt, das heißt also die Antidepressiva, dann die Psychotherapie, selbstverständlich verfeinert, aber 150 Jahre alt, sag ich mal. Und die wirksamste Methode, Elektrokrampftherapie, ist jetzt mittlerweile auch schon 80 Jahre alt, über 80 Jahre alt. Und da haben wir sozusagen nichts ganz substanziell Neues wirklich im Alltag. Wir diagnostizieren auch immer noch über die Psychopathologie. Wir haben keine neurobiologischen Marker, obwohl die Depression natürlich auch eine Erkrankung des Gehirns ist. Und jeder fünfte Mensch erleidet im Laufe des Lebens eine behandlungsbedürftige oder behandlungswürdige Depression. Also sehr häufig. Und das auch schon von Hippokrates erkannt, der den Namen Melancholie prägte. Die Psychopathologie, da gehe ich jetzt einmal schnell durch. Die meisten von Ihnen kennen das sicher gut. Verlust von Freude, Interesse, depressive Verstimmung, verminderter Antrieb, erhöhte Erschöpfbarkeit, so als Kernsymptome. Dann Selbstwertstörungen bis hin zu Suizidgedanken und Handlungen, kognitive Probleme, Konzentration, Aufmerksamkeit reduziert. Psychomotorische Probleme, auch innere Unruhe, Schlafstörungen, Appetitminderung. Wenn davon einige für mindestens 2 Wochen vorliegen, können wir die Depression diagnostizieren. Und an Behandlungselementen,
haben wir zunächst einmal die gute Diagnostik, also Ausschluss auch anderer Ursachen, die Psychoedukation, wir klären auf, und dann die drei Säulen, Psychotherapie, Medikation und andere Maßnahmen, vor allem auch soziale Maßnahmen, so nach den biopsychosozialen Modellen. Wenn nun unsere Patienten eine Depression haben, schauen wir mal, wie ist der Ausprägungsgrad? Leicht, mittelgradig, schwer? Ich denke mal so, dass ich vielleicht ein bisschen heller ist. So. Mittelgradig, schwer, und je nachdem gehen wir vor. Mit dem Patienten zusammen, also partizipative, teilhabende Entscheidung. Vielleicht kann man mal ein bisschen zuwarten oder mit Psychotherapie und Pharmakotherapie einsteigen. Ab mittelgradig schwer, da fangen wir dann gerade an, und zwar am besten Psychotherapie und Pharmakotherapie. Wir prüfen nach einigen Worten, wenn der Patient sich gebessert hat, dann ist gut, wir setzen fort und überprüfen das. Wenn nicht, und da gilt vor allem eine Besserung um weniger als 20% oder keine Response, das ist bis 50% nach bestimmten Depressionskalern und vor allem auch subjektiv weiter depressiv, dann müssen wir schauen, greift unsere aktuelle Behandlung überhaupt? Und da kommen wir dann schon in den Bereich der therapieresistenten Depressionen. Denn die Therapieresistenz ist recht, sagen wir mal, niedrigschwellig angesetzt. Nach den Pharma-Definitionen in den 70er, 80er, 90ern ist die Therapieresistenz definiert als das Nicht-Ansprechen auf lediglich zwei Behandlungsversuche mit Antidepressiva verschiedener Wirkstoffklassen in ausreichender Dauer und Dosis. Und das ist nicht viel. Also wir sehen spontan, da ist die ganze Psychotherapie nicht drin, da ist auch die Elektrokrampftherapie zum Beispiel nicht drin. Da kann man also schon noch einiges machen. Aber wenn wir da so vorgehen, dann ist Therapieresistenz je nach Ansatz bis zu der Hälfte der Patienten vorliegend. Und chronische Verläufe auch 10-15%. Was machen wir da? Ja, also die depressive Erkrankung geht auch von selbst irgendwann in aller Regel wieder weg. Natürlich chronische Verläufe, habe ich schon gesagt. Aber bei den meisten bessert es sich. Nur es dauert bei bipolaren Störungen ein halbes Jahr, bei unipolaren Störungen länger, 9 Monate, ein Jahr. So lange warten wir natürlich nicht. Deswegen fragen wir uns, woran liegt es denn? Ist die Diagnose richtig? Gibt es weitere Erkrankungen, die relevant sind, aber die wir nicht beachtet haben? Haben wir überhaupt die richtige Behandlung? Und Compliance, nimmt der Patient die Behandlung, die wir empfehlen, wahr? All das müssen wir uns dann genauer anschauen. Bei einer nicht ausreichenden Behandlung ist der häufigste Faktor eine zu niedrige Dosierung und eine zu kurze Behandlungsdauer. Eine Woche Antidepressiva reichen nicht. Und da erinnere ich mich noch an eine Patientin, die kam an unsere Sprechstunde, therapieresistente Depressionen. Sie sagte, sie ist seit 4 Jahren ist sie depressiv. Und sie ist aber auch seit 4 Jahren schon in antidepressiver Behandlung beim Hausarzt. Das soll jetzt kein Hausarzt-Bashing sein. Ja, was erhält sie denn? Venlafaxin 75 Milligramm. Natürlich absolut nicht ausreichend für die Kenner. Also ab 150, 225 Milligramm sprechen wir von einer wirksamen Dosis. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber so etwas kommt vor. Und da war die Behandlungsdauer natürlich viel zu lang mit 4 Jahren für eine unzureichende Behandlung. Manche Patienten vertragen die Medikamente nicht oder sie nehmen sie nicht. Letztendlich zeigen Untersuchungen, dass nur einer von 5 oder 10 Patienten längerfristig überhaupt angemessen behandelt wird. Also nur, das heißt, 4 von 5 Patienten, das ist in High-Income-Countries, haben eine längerfristig angemessene Behandlung. Da sehen wir das Riesenpotenzial oder auch die Riesennot, die in der Gesellschaft vorliegt, dahingehend, dass die Menschen mit Depressionen gar nicht ausreichend behandelt werden. Da müssen wir weitere Faktoren beachten, nämlich unbehandelte organische Erkrankungen als Ursache der Depression, das heißt also körperliche Faktoren, die Pharmakokinetik, kommt das Medikament an, kommt es durch die Blut-Hirn-Schranke, das ABCB1-Gen hat in den letzten Jahren vermehrt Beachtung gefunden. Bei manchen Antidepressivern blockiert eine Ausprägung dieses Gens den Übergang durch die Blut-Hirn-Schranke. Dann gibt es natürlich Medikamente, die Depressionen auslösen können, Drogen, Alkohol.
Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist tatsächlich die Compliance. Da wurde mal eine Untersuchung gemacht, die ist schon ein paar Jahre her, es ist heute bestimmt alles viel besser. Da wurden Chips in eine Tablettenpackung getan und man hat gemessen, wie sehr die Patienten sich an die Empfehlung des Arztes gehalten haben, nämlich die Medikamente in der vorgeschriebenen Dosis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt einzunehmen. Und die Psychiater waren so der Ansicht, dass es vielleicht so gerade mal gut 5% der Patienten waren, die Behandlung nicht angenommen haben. Das ist diese Studie. Ich glaube, das ist ein bisschen verzerrt und extrem. So naiv sind wir nicht als Psychiater. Ich weiß genau, dass meine Patienten, zum großen Teil die Patienten, letztendlich nicht unbedingt alles so einnehmen. Aber wenn man dann mal nachschaut, wie es tatsächlich ist, waren es fast 2/3 der Patienten, die die Medikamente eben nicht eingenommen haben, wie verordnet. Und sehr viele Patienten sagen uns das nicht, zum Beispiel auch wegen Nebenwirkungen, die sie erleben, aber nicht mitteilen wollen. Und dafür braucht es eben eine sehr gute Beziehung zum Patienten, dass wir den Patienten auch gut aufklären. Das heißt, das ist nicht nur Compliance, sondern Adherence, gemeinsam mit dem Patienten die Behandlung erarbeiten und den Patienten sozusagen anbinden, in Anführungszeichen, aus freien Stücken mitmachen bei der Behandlung der Erkrankung. Da auch dadurch natürlich verstärkt, dass unser Patient schlichtweg unserer Fachkompetenz und unserem Willen, ihm zu helfen, dann vertraut und sich anvertraut. Ganz wesentlich die breite diagnostische Abklärung. Das hier ist aus einer Arbeit aus dem Deutschen Ärzteblatt schon von vor einigen Jahren genommen, aber sie hat sich so ein bisschen zu einem gewissen Standard entwickelt, wobei man auch über einzelne Punkte durchaus diskutieren kann. Jedenfalls wichtig, Basisdiagnostik, psychiatrische Anamnese, auch Suchtmittel, Psychopathologie, spezifische Anamnese, Medikamente und natürlich die körperliche Untersuchung mit neurologischem Status und ein Basislabor. Man kann dann schon mal beginnen, wobei ich sagen würde, oder wir machen auch immer ein EKG letztendlich am Anfang, das ist klar. Und bei Erstdiagnosen möchten wir auch eine Bildgebung vom Gehirn. Wir gucken uns auch gerade schon auch am Anfang so ein bisschen die Vitamine an. Also da kann man immer einen eigenen Weg finden. Aber ganz wichtig ist, dass wir, wenn die erste Therapiestufe nicht zündet, sage ich mal, dass wir dann natürlich differenzierter hier vor allem auf körperliche Faktoren achten. Das möchte ich nochmal ganz auch an den Anfang stellen. Hier ein Beispiel, das hat der Kollege Carlos Schönfeld aus Ulm vor einigen Jahren mal veröffentlicht. Es war ein 29-jähriger Mann, der war schon mit 2021 dort in der Klinik wegen einer Depression und kam jetzt als 29-Jähriger wieder mit einer depressiven Episode. Er kam aus einer psychotherapeutischen Fachklinik, dort war er 3 Monate psychotherapeutisch behandelt. Und die kamen nicht weiter und dann haben sie ihn nochmal dort in die Klinik zugewiesen. Und man hat ganz am Anfang, damals schon mit Anfang 20, ein MRT, also ein Kernspin vom Gehirn gemacht. Und hat gedacht, okay, geht ihm nicht besser, jetzt machen wir nochmal eins. Was sieht man? Ein großes Hypophysenadenom, welches schon wohl gerade noch operabel war, aber tatsächlich außerordentlich verdrängend in wesentlichen Bereichen des Gehirns, wohl sehr langsam gewachsen. Aber hier ein sehr krasses Beispiel dafür, dass eine somatische Grundproblematik ein depressives Bild bewirkt hat. Und natürlich können wir uns vorstellen, dass Psychotherapie oder auch antidepressive Medikamente gegen diesen Tumor nichts ausrichten werden. Also ein Appell nochmal an alle, die mit depressiven Menschen umgehen, auch in der Diagnostik mit der beteiligt sind, die somatische Seite sehr gründlich bitte anschauen. Dann gibt es natürlich auch weitere Aspekte wie Ängste, Angsterkrankungen, Abhängigkeiten, Traumafolgestörungen oder unangenehme Begleitsymptome. Die gilt es zu erfassen und auch zu behandeln. Und dann, wenn wir sagen, okay, das ist ein Mensch mit einer Depression und wir haben alles andere ausgeschlossen, jetzt steigen wir ein in die Behandlung, dann können wir zum Beispiel psychotherapeutisch auch mal stützend, begleitend am Anfang durchaus, aber auch spezifisch und natürlich medikamentös vorgehen. Wenn es uns nötig erscheint, können wir den Serumspiegel überprüfen, gegebenenfalls Differentialdiagnostik. Sollte die
Behandlung nicht gerade anschlagen, dann können wir auch eine Dosiserhöhung erwägen. Wir sind immer noch beim ersten Antidepressivum. Jetzt sehen wir, dass dieses auch nicht hilft. Dann gibt es mehrere Strategien. Das ist zum Beispiel Kombination zweier Antidepressiva verschiedener Klassen. Dann Augmentationsstrategien, also wir verstärken, wir geben Boost noch in die Behandlung durch weitere Grundprinzipien. Und wir können aber auch zu einem anderen Antidepressivum wechseln, aus einer neuen oder auch derselben Klasse. Letztendlich zu jedem Zeitpunkt eine angemessene Psychotherapie, absolut state of the art. Und auch erwägen eine Elektrokrampftherapie zu jedem Zeitpunkt der Behandlung bei besonders schweren Depressionen, selbstverständlich, wie auch weitere somatische Verfahren. Und dabei macht es absolut Sinn, nach Algorithmen vorzugehen, also wirklich schön gestuft einen Plan zu haben, was mache ich, wenn? Untersuchungen haben gezeigt, dass das Vorgehen nach einem Algorithmus die Rate an remittierten Patienten deutlich erhöht oder hier die nicht remittierten eben halt geringer bleiben lässt. Über Wochen hinweg hier gezeigt. 2 Monate, glaube ich, 3 Monate. Dann beim gestuften Vorgehen, da kann man dann sozusagen zusehends nach der Level sehen, welche zusätzlichen Response-Werte oder auch Remissionswerte, also das Ansprechen auf eine Behandlung oder aber auch die Heilung, also das ist dann definiert nach bestimmten Skalen, wo zum Hamilton-Depressionsskala über 20 mittelschwer, über 10, das sind jetzt so, man kann manche sagen 17, 18, über 10 leicht, unter 10 remittiert. Und je nach Schritt, angefangen hier mit Citalopram, Schritt 2 auch mit Psychotherapie, man konnte auch noch ein anderes Prinzip anwenden, dann andere Antidepressiva und Augmentationsstrategien bis hin zum irreversiblen Monoaminooxidasehemmer und Kombinationen wurden angewendet und man konnte dabei eine sehr hohe Rate an Patienten dann auch erreichen. Also das macht absolut Sinn. Die einzelnen Aspekte, Kombination zweier Antidepressiva, zeigt sich dann der alleinigen Medikation doch deutlich überlegen. Natürlich, hier haben wir weniger Nebenwirkungen. Wenn das dem Patienten reicht, ist das schon mal gut. Ansonsten können wir die aber auch zum Beispiel hier mit Mirtazapin kombiniert dann in einer dualen Anwendung geben. Augmentationsstrategien. Da hat sich doch so als erste Wahl das Lithium herauskristallisiert und auch in den letzten ja, schon 10, 20 Jahren die atypischen Antipsychotika. Etwas weniger im klinischen Alltag sind die Schilddrüsenhormone. Hier ist nochmal aufgezeigt, also Lithium auch mit Evidenzlevel A, also in mehreren randomisierten, kontrollierten Studien gezeigt und in Therapieleitlinien in erster Linie empfohlen. Sehr oft gegeben werden atypische Antipsychotika, also Ketiapin, was auch für sich genommen ab 300, 400 Milligramm antidepressiven Effekt hat. Olanzapin gerne mal so abends 5 Milligramm gegeben, so zum Auflockern, Schlaf anstoßen. Manche sind Fan vom Amisulprid, da ist die Evidenzlage aber nicht so gut und natürlich auch weitere. Schilddrüsenhormone habe ich schon angesprochen. Antikonvulsiva werden auch standardmäßig gegeben, da ist die Evidenzlage aber gar nicht so stark. Die Monoaminooxidasehemmer werden auch schon sehr lange angewendet. Das Tranilcypromin mit recht vielen Nebenwirkungen, aber doch habe ich jetzt mehrfach auch schon anekdotisch zumindest erlebt, einmal persönlich in Ulm hat hier ein Patient, ein 60-jähriger Internist mit einer 10 Jahre langen depressiven Erkrankung, darauf sehr gut angesprochen. Auf die Hormonschiene gehe ich noch näher ein und Dopamin auch. Psychostimulantien sind mittlerweile wieder out, also das Methylphenidat, also Ritalin oder so zum Beispiel zu geben. Das wird praktisch nicht mehr gemacht. Man sieht zwar einen kurzen Effekt, der Patient hält auf, ist antriebsstärker, aber sobald wir das absetzen, hat er einen Rebound-Effekt und es geht ihm schlechter. Beta-Blocker gerne nochmal, vor allem auch bei begleitenden Ängsten.
Hier haben wir nochmal eine Folie zum Lithium. Lithium ist schon sehr lange bekanntes Medikament, Jahrzehnte, und viele Studien über Jahrzehnte hinweg haben immer wieder gezeigt, dass Lithium einer Placebo-Behandlung überlegen ist. Und das ist auch im klinischen Alltag absoluter Standard. Das geben wir regelhaft. Was Off-Label ist, wovon ich aber jetzt persönlich durchaus ein Fan geworden bin, ist das Pramipexol, Dopamin-Agonist, der absoluter Standard bei einer Parkinson-Behandlung ist. Auf agonistisch immer an Dopaminrezeptoren wirkend, auch das Belohnungssystem dabei, neurotrophe Wirkungen auch gezeigt. Also dieses zusätzlich zu geben, da habe ich mehrere Patienten schon erlebt, die da doch wirklich positiv darauf angesprochen haben. Das kann man im klinischen Alltag durchaus mal empfehlen. Dann, das waren jetzt Augmentationsstrategien. Dann Wechsel innerhalb oder in eine andere Klasse. Da wird empfohlen, das in eine andere Klasse zu machen. Also von einem SSRI zum Beispiel zu einem dualen Ansatzpunkt. Die Psychotherapie hat natürlich einen ganz zentralen Stellenwert. Das ist uns allen klar und ich habe es auch schon am Anfang verdeutlicht. Wir werden das nachher von dir, Sebastian, auch noch mit dem CBASP etwas genauer dann hören. Hier am Anfang möchte ich nur was sagen, also State of the Art. Also bitte auf keinen Fall die Psychotherapie außer Acht lassen. Wurde auch sehr schön gezeigt, dass die Kombination von der Behandlung die besten Effekte hat. Das ist hier Kombination Antidepressiva mit vorheriger kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen, hat die geringste Rückfallrate nach 2 Jahren. Da gibt es auch noch Folgestudien, die das auch noch bestätigen. Und uns ist allen klar, dass natürlich viele gewichtige psychologische Faktoren auf die Depression laden. Menschen mit Depressionen haben oft Vernachlässigung erfahren, körperliche und sexuelle Gewalterfahrung, Verlusterfahrung, frühe, dann langanhaltende Belastung, also psychosozial bedingte Depressionen, Defizite auch in sozialen Fertigkeiten, Hoffnungslosigkeit. Bei älteren Menschen ist es oft Reue, das sind dann Lebensentscheidungen, jetzt mache ich mal Licht an hier, Lebensentscheidungen, die ihnen man noch jahrzehntelang nachhängt und die natürlich dann auch eine Depression führen. Entsprechend wichtig sind psychodynamische Befunderhebung. Es gibt einige Dimensionen, die Vorbeugung ist schon auch eine Form der Psychotherapie, dann die Aufklärung, also Psychoedukation, dann haben wir die Akut- und die Restsymptombehandlung, Rückfallvorbeugung und natürlich allgemein soziale oder psychosoziale Interventionen. Es gibt eine ganze Batterie an Verfahren, kognitiv-verhaltenstherapeutisch, interpersonell, systemisch, tiefenpsychologisch, psychodynamisch. Das Systemische und KVT, wie tiefenpsychologisch, sind ja auch für den Facharzt oder für die Approbation bei Psychologen anerkannte Verfahren. Aber mittlerweile haben auch achtsamkeitsbasierte Ansätze, Akzeptanz und Commitment, körperorientierte Verfahren oder Aktivierung gute Erfolge bei Depressionen gezeigt. Und ein Verfahren, nämlich das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy von McCullough entwickelt, mit einem modularen Aufbau von also kognitiv-verhaltenstherapeutischen, psychodynamischen, interpersonellen Verfahren, ist auch für mich, also aus meiner Sicht persönlich, ein ganz wertvolles Verfahren. Und Sebastian, du wirst es uns nachher noch etwas näher bringen. Dann, was wir auch jetzt in den letzten Jahren natürlich zunehmend haben, sind digital augmentierte Verfahren. Es gibt alle möglichen Apps, auch digitale Gesundheitsanwendungen, diese DIGAs, die man mittlerweile auf Rezept verschreiben kann, verschiedene Online-Programme, die Praxis hat zum Beispiel dort Bekanntheit erlangt, spannende Ansätze mit virtueller Realität. Kann ich kurz sagen, also da wird mal eine Studie gemacht, da hat man depressiven Patienten sich um ein Baby kümmern lassen, ein weinendes Kind, und die haben da mit viel Empathie sich um das weinende Kind gekümmert und dann
hat man im Rahmen der virtuellen Realität, hat man den Patienten selbst in diese Situation gesetzt, wo sie sich und ihnen gezeigt, wie sie sich um dieses Kind gekümmert haben. Also Empathie für sich selbst nachleben lassen. Das fand ich einen sehr spannenden Ansatz. Dies hier ist so eins meiner früheren wissenschaftlichen Hobbys gewesen. Das ist nichts für den Alltag, aber was tatsächlich für die Emotionsregulation einen Effekt gebracht hat. Wir konnten damals zeigen, wie auch viele andere das dann durchaus auch gezeigt haben, dass wir die Mandelkerne, also unsere Emotionsregulationszentren, mittels bestimmter kognitiver Strategien herunterregulieren konnten. Da war dieses gelbe Feld, was ich am Anfang gezeigt habe, schön aktiv bei. Das ist eben halt eine Echtzeitrückmeldung, also Neurofeedback letztendlich eher für den wissenschaftlichen Bereich. Wie wahrscheinlich die meisten von uns wissen, haben wir auch die substanzaugmentierte Psychotherapie und da ist natürlich das Ketamin jetzt durchaus ein sehr realistischer und im Alltag durchaus hier und da schon angekommener Player. Grundsätzlich, also letztes Jahr hier eine schöne Arbeit von Reif et al. Im American Journal of Psychiatry, Übersichtsarbeit, die geschlussfolgert haben, dass zu dem Zeitpunkt, also aktuell, wie wir wissen, reichen die Daten einfach noch nicht aus für eine Genehmigung von Seiten des amerikanischen Gesundheitsamtes, also Federal Drug Administration. Aber die weitere Forschung über die Wirksamkeit ist natürlich die absolute Grundlage und wir gehen davon aus, auf Basis der jetzigen schon bekannten Studien, dass wir da auch für die Depressionen einen Erfolg sehen werden. Ein weiterer großer Bereich, die Elektrokrampftherapie, zu jedem Zeitpunkt wirksamste antidepressive Therapiemethode, führen wir bei uns in der Klinik auch durch. Einige Sitzungen pro Woche über einige Wochen hinweg mit ganz erstaunlich und erfreulichem Erfolg. Die Patienten, die das erleben, kommen oft hinterher wieder und sagen: Ich hätte gerne meine nächste Serie, mir geht es schon wieder schlecht und ich weiß, das hat wirklich geholfen. Das Modell dahinter ist so ein bisschen, dass Depressionen durchaus kognitiv wie dysfunktionale Module haben im Gehirn, die hier so das Keiner mag mich-Modul, ja, ein negativer Attraktor, der die Aufmerksamkeit immer auf sich zieht. Also das Glas ist halb leer oder klassische Klassiker oder die Zukunft ist furchtbar oder eben ich bin ein Versager. Und diese Hirnregion, ja, also diese 3 Millionen, sage ich mal, Neuronen im Kortex, in der Hirnrinde, dorsolateral, präfrontal vielleicht, die ziehen all die Informationen in ihren Bann und sagen, also das Leben ist schlecht. Und das ist das wirkende Signal und alle anderen sind sozusagen ein bisschen herunterreguliert. Und was man macht mit der Elektrokrampftherapie, aber auch mit anderen Prinzipien, ja, durchaus, ist, dass man dieses Signal hier dann überrauscht. Man kann auch antidepressive Behandlung durchaus so betrachten. Und so haben andere Module, die dann aktiviert werden, wieder die Möglichkeit durchzukommen und möglicherweise dann eine neue Sichtweise der Welt zu vermitteln. Weitere biologische Ansätze, das sind Lichttherapien, nicht nur bei saisonalen Depressionen, die sind auch klassischen Unipolaren wirksam. Chronobiologische Maßnahmen, Medikation mit Agomelatin, Antidepressivum mit Serotonergen und aber auch Melatonergen-Ansatz, hat sich aber noch nicht so durchgemendelt im klinischen Alltag. Zumindest soweit mir das geläufig ist. Kotherapeutische Ansätze, ganz wesentlich Sport, da gibt es natürlich einige Studien zu, sensorische Stimulation, Musik und Ergotherapie, zentral, auch im klinischen Alltag immer angewendet. Die transkranielle Magnetstimulation wird seit ja, mittlerweile schon einem Vierteljahrhundert, sage ich jetzt mal, hinsichtlich antidepressiver Wirkung erforscht. Viele Modelle dazu, wir stimulieren immer über diese Hirnregion, also hier so an der Seite zu sehen, die auch synaptisch verbunden ist mit tiefer liegenden Regionen, dort auch eine Wirkung entfaltet. Mittlerweile tatsächlich auch von der FDA zugelassen. Es gibt aber einige Studien, die da auch gezeigt haben, dass es auch nicht so das Durchschlagende ist. Wobei neuere Ansätze, das ist hier Theta Burst, das ist auch eine TMS, aber mit einem neuen Protokoll, die hatten hier in den letzten Jahren also nochmal doch deutlich bessere Erfolge gezeigt,
als die anderen Verfahren. Also das ist etwas, was ich jetzt vielleicht durchmändeln könnte in diesem Jahrzehnt. Die transkranielle Gleichstromstimulation mit Elektroden hier an verschiedene Regionen des Hirns angesetzt, wurde in einigen Studien auch als positiv gezeigt, aber und auch als nebenwirkungsarm oder frei sogar. Aber eine neuere große Studie hat leider keine antidepressiven Effekte gefunden. Das hat dem einen Dämpfer verpasst. Ähnliches mit der Vagusnervstimulation. Da hat man hier am Vagusnerv Elektroden implantiert und über ein Device implantiert, Schrittmacher, wird der Vagusnerv stimuliert und bringt dann Signale zum Gehirn. Da gibt es große Multicenter-Studien mit einem negativen Outcome, hat man eine weitere draufgesetzt, das ist noch nicht publiziert nach meinem letzten Kenntnisstand. Das reicht noch nicht aus, um diese doch invasive Methode anzuwenden. Spannend aber der Ansatz, also wie wir, glaube ich, alle wissen, wir sind in unserem Bauchraum, so die viel mehr Serotonin-Rezeptoren als zum Beispiel im Gehirn und die wirken über den Vagus. Und der Vagusnerv hat damit sozusagen auch eine, was die Emotionsregulation des Bauchgefühls, das Grundgefühl angeht, eine ganz wichtige Rolle. Also der Ansatz ist durchaus spannend. Die tiefe Hirnstimulation kann man auch nach knapp 20 Jahren Untersuchung noch als sehr experimentell bezeichnen. Zwar ist der Langzeit-Outcome in dieser kleinen Gruppe, die hier ich glaube, von 29 Patienten publiziert wurden, stabil, aber es gibt letztendlich noch zu wenig Evidenz. Verschiedene Regionen wurden probiert zu stimulieren, subkallosales Cingulum, das ist diese Hirnregion, Capsula interna, das Belohnungssystem, Nucleus accumbens, aber ohne durchschlagenden Erfolg. Und so kommen wir in dem Zusammenhang auch schon zu dem Ketamin, das halte ich jetzt tatsächlich kurz. Erste Studie war es schon 2000, eine erste wichtige Studie 2006 im jetzigen JAMA Psychiatry, damals glaube ich noch Archives of General Psychiatry. Die hat eine große Aufmerksamkeit bewirkt und es werden seitdem ganz viele Studien publiziert, die einen einen positiven Outcome zeigen, der über einige Tage anhält, aber noch nicht ganz durchschlagend ist. Deswegen finde ich auch den Ansatz, dass weil es durchaus auch eine gewisse psychotrope Wirkung hat und die Erlebnisse unter der Ketaminwirkung sehr eindrücklich sind, sodass sie vielleicht auch im Rahmen einer Psychotherapie nützlich sind. Mittlerweile wird das intranasale Esketamin auch angewendet und ist auch zugelassen in Deutschland für die Anwendung der Depression. Ich sage es mal hier von Janssen zu einem für aus meiner Sicht nicht haltbaren Preis. Das geht so einfach nicht, 350 Euro für eine Anwendung zu verlangen. Wir machen die IV-Anwendung. Vielleicht ist es auch ein bisschen ziviler Protest gegen dieses Marketing. Auch bei Jugendlichen schon untersucht. Wobei eine Meta-Analyse zu antisuizidalem Effekt über längere Frist diesbezüglich nicht so erfolgversprechend war. Einen kurzfristigen Effekt hat es aber durchaus gezeigt. Dann Psilocybin, wie wir alle wissen, oder denke ich die meisten, die jetzt hier in unserer Runde sind, Carhart-Harris, die bekannte Studie, da gehen wir davon aus, dass es in den nächsten Jahren hier nochmal eine neuere Studie dazu mit ebenso sehr guten Effekten, dass wir in den nächsten Jahren eine Bereicherung unseres Therapiespektrums erwarten dürfen. Aber es gibt noch weitere Ansätze. Auch hier antisuizidal zum Beispiel bei schwer depressiven, therapieresistenten Patienten das Buprenorphin, Opiat, was eigentlich in der Substitutionsbehandlung angewendet wird. Und wir wollen ja Patienten nicht abhängig machen. Aber das ist auch ein partieller Agonist-Antagonist. Das hat einen gewissen Ceiling-Effekt von der Rezeptor-Pharmakologie her. Aber die Anwendung hat in der Tat bei einigen oder bei Patienten einen wichtigen antidepressiven Effekt gezeigt und auch einen antisuizidalen Effekt. Also in einigen schweren Fällen lässt sich das durchaus einsetzen. Haben wir auch schon gemacht, also auch schon mit gewissem Erfolg. Es ist aber nur etwas für 4 Wochen und sicher nicht durchschlagend und nicht breit. Dann komme ich mal zu einigen experimentellen Therapieansätzen.
die ich der Vollständigkeit halber gerne noch nennen möchte. Man hat sehr viel auf der Stressachsenebene, ja, also hier Hypophysen, Hypothalamus, Nebennierenrinden-Achsenebene geforscht und hat die Corticotropin-Releasing-Hormon-Rezeptor-Antagonisten geschaut. Das sind die, die hier die Rückkopplung steuern. Und hat antidepressive Effekte gefunden, aber leider wurde das wegen Nebenwirkungen nicht weiter verfolgt. Dann auf der immunologischen Ebene Celecoxib, ICOX-2-Hemmer, also eigentlich im Prinzip aus dem Bereich so nicht ganz, aber nicht steroidale Antiphlogistika, Ibuprofen, ja, ist nicht antidepressiv, aber ist so ein bisschen die Richtung, hat auch einen Effekt gezeigt. Oder Interleukin-Antagonisten. Auf der Steroidschiene, also die Hormonschiene, bei postpartaler Depression, Bexanolon, Pregnenolon als Vorstufe, ebenfalls Mifepriston, das kennen die meisten eher oder viele eher unter dem Namen auch der Pille danach, sehr hoch dosiert. Es ist ein Glukokortikoid-Rezeptorblocker, hat leider aber auch zu viele Nebenwirkungen für den breiten Einsatz. Bei Männern hat sich die Testosteronbehandlung in einem Nebenbefund als antidepressiv erwiesen. Da hat es einige Studien zugegeben. Auch das ist nach der Hormonstatusprüfung durchaus ein Ansatz. Dann komme ich noch, so bin ich jetzt gleich dann auch durch, komme ich noch zum Bereich Ernährung und Depression. Also neuere Studien haben die Bedeutung des Mikrobioms für die fürs Gehirngleichgewicht, also ZNS, Homöostase, aufgezeigt auf verschiedenen Wegen. Und so wurden auch Antidepressiva als Antibiotika zum Beispiel, also umgekehrt mal postuliert. Und Probiotika, die ja sehr viele Menschen nehmen, Lifestyle oder Behandlung, da können wir vielleicht noch einiges erwarten. Auf jeden Fall konnte gezeigt werden, dass das Mikrobiom dysreguliert ist bei depressiven Menschen. Und zum Beispiel Minocyclin ist ein Antibiotikum, Flora und auch depressives Verhalten verändert hat. Also auf der Ebene könnte uns vielleicht auch noch etwas erwarten. Antibiotika als Antidepressiva. Ja, also diejenigen, die vielleicht schon mal eine schwere Grippe hatten, haben vielleicht auch erlebt, das ist durchaus ein Befund, dass das einerseits kann es einmal gut gehen. Ich habe aber auch schon Patienten erlebt, bei denen das danach eine Depression ausgelöst hat. Gut, die antidepressive Stuhltransplantation ist, glaube ich, ein kleines bisschen exotisch. Da warten wir noch ein bisschen ab. Da sind sicher noch einige Studien nötig. Was aber sehr viele Menschen nehmen, sind eben halt Vitamine. Spannend zum Beispiel, dass bei Depressionen durchaus niedrige Folsäure-Liquorspiegel gefunden wurden und die Substitution einen Effekt dann brachte, die Serumwerte aber normal sein konnten. Also hier unter der Gabe haben wir einen Effekt gesehen. Und natürlich ganz viele andere Vitamine, B-Komplex, Vitamin D, aber auch Omega-3-Fettsäuren, hier Favors Omega-3, auch dort wurden Effekte beschrieben. Also auf der Ebene lässt sich durchaus auch einiges machen. Vor einigen Jahren noch mal ein ganz anderer Ansatz publiziert, die Hyperthermie. Also stellen Sie sich vor, Sie heizen sich auf in so einem Kasten, ja, mit einer Körperkerntemperatur von 38,5 Grad. Also das entspricht einem normalen Fieber sozusagen. Bei depressiven Patienten hat hier einen antidepressiven Effekt gezeigt. Und ich habe schon von Kliniken gehört, die sich sowas, so Privatkliniken, habe ich das mal gehört, die haben sich so ein Gerät angeschafft und wollen das mal einsetzen oder setzen das ein. Wie weit es dann was bringt und breitere Studien habe ich jetzt noch nicht gelesen. Und dann noch ein Ansatz, den wir jetzt überhaupt nicht weiter propagieren wollen. Das ist wieder das psychotherapeutische Aggressionsabbau, angestaute Aggression. Schwierige psychosoziale Situationen. Hier einmal, das ist natürlich jetzt keine Studie, sondern aus irgendeiner Zeitschrift heraus. Ich weiß offen gestanden nicht woher. Ich habe das irgendwo auch mal von jemandem bekommen. Eine Ohrfeige am Tag. Das ist aber nichts, wofür wir zumindest den Gegenpart auf den Stationen in unseren Kliniken finden, der das dann mit sich machen lässt, sozusagen. Gut, grundsätzlich einmal. Depressionen sind definitiv behandelbar.
Da hat es ein Projekt schon vor einigen Jahren gegeben. Man hat mal geschaut, wie depressiv sind die Menschen bei Aufnahme. Und bei Entlassung haben diejenigen nur noch sehr niedrige Depressionswerte, meistens remittiert oder allenfalls noch leicht. Natürlich gab es auch einige, denen ging es noch nicht gut. Das soll noch einmal aufzeigen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sehr eng dran zu bleiben an der antidepressiven Behandlung und nicht nach zwei Medikamenten zu resignieren. Wichtig, breite Diagnostik mit Ausschluss Somatik. Wir müssen gut aufklären unsere Patienten über die Behandlung. Das hilft, sie dabei zu halten. Multidimensional, fachtherapeutisch, soziale Maßnahmen. Bei Suizidalität immer Facharzt. Gibt ausgeprägte, auch bei ausgeprägten Schweregrad psychotischen Symptomen und natürlich bei Therapieresistenz. Wenn es dem Patienten nicht absehbar besser geht, nicht lange warten mit Anpassungen, Veränderungen der Behandlung. Leitlinien orientiert, optimieren, auch somatische Verfahren anwenden und durchaus auch mal experimentelle Therapieverfahren erwägen. Grundsätzlich, und das ist für die Patienten natürlich am belastendsten, Depressionen dauern lange. Wir brauchen sehr viel Geduld, nicht nur wir, die Patienten vor allem, aber eben, wenn wir immer wieder vermitteln, und das mache ich aus Überzeugung heraus, dass es besser gehen wird, es braucht einige Ansätze, dann ist das auch für den Patienten schon ganz wichtig. Und dabei bleibt bei all den Verfahren, die ich jetzt gezeigt habe, die qualifizierte Zeit und Aufmerksamkeit, qualifiziert, weil wir als Therapeuten ausgebildet sind, für den Patienten der wesentliche Wirkfaktor. High Touch over High Tech. Gut, und damit, so viel muss es dann auch nicht sein, aber durchaus ein Ansatz. Ja, Depression, Disease of Mind, Brain and Body. Und damit wäre ich durch. Und ich schlage vor, Sebastian, wenn du möchtest, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geschaut, dann gerne gerade ansetzen. Ja. Bitte schön, ich übergebe dir gerne das Wort. Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank für diesen sehr schönen breiten Überblick. Ich werde da sozusagen ein kleines Kuchenstück rausnehmen und dort so ein bisschen im Detail reinschauen. Okay, ich werde Moment, ich jetzt bloß muss. eine PowerPoint mal teilen. Ich, ja, genau, sehr gut. Genau, und es klappt sozusagen. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sebastian Gauß, ich bin Psychiater in der WIPraxis in Berlin und werde jetzt über die Behandlung von chronischen Depressionen sprechen, unter anderem mit CBEST und ein kleiner Abriss über die ketaminaugmentierte Psychotherapie. Ich habe mit CBEST meine Assistenzarztzeit im August-Victoria-Klinikum mit stationären Patienten im Einzelnen, in der Gruppe und im ambulanten Setting arbeiten können und arbeite aktuell mit der ketaminaugmentierten Psychotherapie. Was ist dieses CBEST nun? CBEST ist ein Akronym für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Und hier sehen Sie vielleicht ein Foto wieder. Das ist Jim McCullough, der in den 80er Jahren diese Psychotherapie aus bestehenden psychotherapeutischen und psychologischen Modellen ausgearbeitet hat, speziell zu der Behandlung von chronischen Depressionen. Ich möchte gleich den Bogen schließen. Gibt es eine Verbindung zwischen Ketaminbehandlung und CBEST? Es sind Patienten mit therapieresistenten Depressionen, mit chronischen Verläufen, die in normaler Antidepressiva-Therapie und auch Legeartis durchgeführt, mit Augmentationen, wie zum Augmentation, niedrigere Response- und Remissionsraten zeigen, häufig chronische Suizidalität haben und hier einen Bedarf an neuen Therapien und spezifizierten Therapien eben da ist. Wichtig ist auch zu bedenken, Therapieresistenz und chronische Depression sind nicht dasselbe. Chronische Depression ist eine Verlaufsform, wenn die Depression länger als 2 Jahre anhält. Therapieresistenz ist klassischerweise eine pharmakologische Definition. Das ist auch nochmal hervorzuheben. Welche Verläufe gibt es denn jetzt nun von chronischen Depressionen? Chronische Depressionen können wirklich als dauerhafte depressive Episode laufen. Da ist es spannend zu sehen, dass 75% der Patienten, die diese Verlaufsform haben, schon vor dem 21. Lebensjahr mit einer depressiven Episode auffallen, wo man dann schon die Nähe zu
der Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsstörung sehen kann. Ebenfalls in Verlaufsform ist die Dysthymia, also wenn nicht der Schweregrad einer Depression erreicht wird. Auch sehr häufig ist auch, dass sich auf eine Dysthymie dann im Laufe des Lebens noch eine depressive Episode drauflagert. Oder dass Menschen in episodischen Depressionen nie zu einer vollständigen Remission kommen, sondern zu einer Dysthymie, also einer lang, leicht anhaltenden Verstimmung, negativen Verstimmung. Wie viel Prozent? Vorhin haben wir die Zahl 10 bis 15 gesehen. Epidemiologische Studien gehen auch teilweise von höheren Verlaufsformen von chronischen Depressionen, also höheren Anteil von chronischen Depressionen aus, bis zu 30% und davon 75% eben mit einem frühen Beginn. Bei denen sich die klassischen Psychotherapieverfahren und auch Pharmakotherapieverfahren eben mit einer geringeren Remission und Responserate zeigen und wo Seabass eine Überlegenheit gezeigt hat in wissenschaftlichen Studien. Wollen wir die beiden mal so ein bisschen gegenüberstellen? Klassisch bei episodischen kommt es meistens zu einem Belastungsfaktor, in deren Folgen es zu einer depressiven Episode kommt. Natürlich die biologischen Faktoren, wenn es zum Beispiel biologische, wie vorhin in dem Fallbeispiel genannt, die müssen natürlich ausgeschlossen werden. Menschen mit episodischen Depressionen brauchen eher Hilfe in der Problembewältigung. Menschen mit chronischen Depressionen sieht man auch an dem Beginn und mit sozusagen den entwicklungsbedingten Problemen eher sozusagen Persönlichkeitsentwicklungsziele. Auch spannend ist, wie wird die Depression selber erlebt. Bei episodischen Depressionen wird sie häufiger ich-dystonen erlebt. Das heißt, wirklich nicht zu sich selbst gehören, ganz artig anders als zur eigentlichen psychischen Verfassung. Bei chronischen Depressionen ist es so tief in die Persönlichkeit liegt es so tief in der Persönlichkeit, dass es häufig als zum Ich gefühlt wird, was eine teilweise geringere Veränderungsmotivation in sich zieht, aber nicht einen geringeren Leidensdruck. Bei episodischer Depression arbeitet man ressourcenorientiert. Bei der chronischen Depression mit großem Fokus hat sich gezeigt, dass ein großer Fokus auf die interpersonellen Probleme der Patienten hier hilfreich ist. Und jetzt ist auch nochmal, wie fallen die klinisch auf? Chronische Depressionen dauern länger, sind schwieriger zu behandeln, auch im psychotherapeutischen Einzelsetting, in Regelpsychotherapien, haben dort höhere Komplexität, Patienten zeigen höhere Komorbidität. Und diese Patienten haben einen besonderen Bedarf nach neuen Therapieansätzen, wie zum Beispiel eine Ketamintherapie oder Ketamin plus Psychotherapie, also eine ketaminaugmentierte Psychotherapie oder auch Patienten, die nach einer Psychedelika-Therapie suchen. Das heißt, wenn man ein Patientenkollektiv für eine Studie hat mit Patienten mit therapieresistenter Depression, wird man sicherlich mit einem großen Prozentzahl auch Menschen mit chronischer Depression und ihren interpersonellen Problemen in diesem Kollektiv finden. Wie schon von Uwe in einer Folie gezeigt, Menschen mit Depressionen, vor allem mit chronischen Depressionen, haben meistens ungünstige Lebensbedingungen in ihrer Kindheit, haben traumatische Kindheitserlebnisse erlebt, vor allem im interpersonellen Bereich. Hier sind auch als Minor Traumas genannt emotionale Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch. Wie man sich ja schon sehr gut vorstellen kann, dass das auf das, wie Menschen ihre interpersonelle Beziehung, Vertrauen, Bindung erleben, maßgeblichen Einfluss hat. Es zeigen sich, wie ja auch bei den Persönlichkeitsstörungen, wo ja auch Traumatisierung häufig in der Kindheit vorliegen, auch hohe Komorbiditätsraten sowie Angststörungen und eben dysfunktionale Bewältigungsmuster, Substanzmissbrauch. Menschen mit chronischen Depressionen zeigen häufig im interpersonellen Stimuluscharakter eher einen unterwürfigen oder feindselig unterwürfigen Beziehungsstil, was man auch in der Psychotherapie manchmal zu spüren kriegt als Therapeut. Was sind die theoretischen Grundlagen von CBASP? Es sind eine ganze Reihe von psychologischen Theorien dahinter. Wichtig zum Beispiel ist vor allem auch Kieslers interpersonelle Psychotherapie. CBASP ist sehr viel aus der interpersonellen Psychotherapie entstanden und Kiesler als Forscher hat auch das Element des Kiesler-Kreises, ist auch, was ich Ihnen später zeigen werde, ganz
explizit in der, im CBASP vorhanden. CBASP ist eine Psychotherapie, die wirklich spezifisch, ähnlich wie das DBT zum Beispiel, auf eine Patientengruppe abgestimmt ist, speziell für diese Bedürfnisse entwickelt wurde und auch mittlerweile eine sehr gute Evidenz für diese Patientengruppe zeigt. Was ist so die Fallkonzeptualisierung? Wie erklären sich nach CBASP, dass es zu chronischen Depressionen kommt? Es ist eine gelernte Angstreaktion. Im CBASP wird viel von den Prägungen gesprochen, also in der kindlichen Entwicklung werden Menschen geprägt. Beispiele dazu sind zum Beispiel von prägenden Bezugspersonen, die missbräuchlich waren, Angst zu haben, weil es oft, und dann kann man dann zum sagen, gewalttätigen emotionalen Übergriffe gab. Sich niemanden zu öffnen, weil nie auf emotionale Mitteilung reagiert wurde. Niemanden zu vertrauen, weil die Informationen gegen einen verwendet wurden. Daraus entsteht eine starke interpersonelle Angst, die um allen Preis vermieden wird. Das heißt, in interpersonellen Situationen, wo diese Bereiche berührt werden, zeigen Patienten ein starkes Vermeidungsverhalten, was, wie so häufig bei der Depression, zu einem Teufelskreis führt. Interpersonelle Vermeidung durch Prägung führt zu einer in der CBASP ganz wichtigen Wahrnehmungsentkopplung. Das heißt, interpersonelle Interaktionen, die stattfinden, haben wenig bis gar keinen Einfluss auf das, wie Patienten sich fühlen, sondern sind in ihren kognitiven Selbstüberzeugungen, Selbstgrübeleien durch die Prägungen gefangen. Wenn sowas schon, wenn man sich vorstellt, vor dem 21. Lebensjahr, meistens auch deutlich früher schon in der Pubertät, sich entwickelt, kann man sich vorstellen, dass es dann zu interpersonellen Fertigkeitendefiziten kommt. Wir wissen alle, wie schwierig interpersonelle Beziehungen auch schon so ohne Depression sein können. Mit Fertigkeitendefiziten kommt es meistens unweigerlich zu wiederholten Misserfolgserlebnissen in den Beziehungen, was zu einer weiteren Vermeidung führt. Patienten erzeugen meistens durch ihren Stimuluscharakter, also durch zum Beispiel ein feindseliges Verhalten, was durch eine Prägung entwickelt haben, meistens sogar die Reaktion, vor denen sie sich am meisten fürchten und kriegen damit eine Bestätigung ihrer Annahmen. Hier ist nochmal eine Grafik, in der im CBASP wird sehr viel von der Wahrnehmungsentkopplung mit der Mauer sozusagen, die Mauer durchbrechen. Das ist hier vielleicht als dieser graue Strich dargestellt. Es gibt sogar ein Buch von Eva-Lotta Brakemeier, die Mauer durchbrechen. Das ist ein wichtiges, sozusagen wird auch mit dieser Metapher gearbeitet im CBASP. Patienten haben eben durch diese, im CBASP werden 4 interpersonelle Hotspots formuliert. Der Bereich Nähe, Intimität, Fehler machen, Bedürfnisse äußern, ärgern und Ärger äußern. In diesen Bereichen wurden durch die Prägung sind durch die prägenden Bezugspersonen, meistens die Eltern, können aber auch wichtige Bezugspersonen, andere Bezugspersonen gewesen sein, Prägungen entstanden, welche die Gedanken, das Verhalten und die emotionale Reaktion ihrer Patienten mehr beeinflussen als ihre aktuellen Beziehungen. Und auch die Beziehung zum Therapeuten. Und das ist genau diese Mauer, dass man auch mit einem positiven Auftreten oder Aufmunterung, Hoffnungsgeben oft nicht an Patienten mit chronischer Depression herankommt. Ziel des CBASP ist es, diese Wahrnehmungsentkopplung, diese Mauer zu durchbrechen und den Wechsel von der Beobachterrolle zur Teilnehmerrolle hinzubekommen. Was Patienten mit chronischer Depression sehr gut können, ist denken, beobachten, sich ihre Gedanken machen, durch einmal kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden mit interpersonellem Rollenspiel, die Situationsanalyse und dann eben auch ganz aktiven Beüben des Stimuluscharakters, wird einerseits versucht, diese Wahrnehmungsentkopplung zu durchbrechen, aber vor allem auch, und hier sind Anleihen in der interpersonellen Therapie und in der psychodynamischen Therapie, durch die persönliche Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Und zwar der Hier-und-Jetzt-Beziehung und nicht der, sagen wir mal, psychodynamischen Übertragungsneurose. Das sind ganz spannende Therapieelemente, die hier eine Rolle spielen, auf die ich in der nächsten Folie eingehen werde. Und zwar
Es werden die Prägungen erarbeitet, wie gesagt, schon in diesen vier Hotspots. Hier ist zum Beispiel meine typische Prägung. Wenn ich sage, was ich brauche, wird darüber hinweggegangen. Deswegen muss ich mir nehmen, was ich brauche. Man kann sich vorstellen, dass dieser Mensch einen eher feindseligen Stimuluscharakter einnimmt und häufig in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen seine Prägung bestätigt bekommt, dass er nämlich nicht das bekommt, was er braucht. Jetzt ist es spannend, dass in der Siebers-Therapie eine Übertragungshypothese, Übertragung ist ja also ein psychodynamischer Begriff, eben ganz explizit gemacht wird, transparent mit dem Patienten aufgrund der Prägung. Zum Beispiel, was befürchten Sie, was ich mache, wenn Sie dieses Verhalten zeigen, wenn Sie sagen, was Sie brauchen? Und dann wird mit dem Patienten gemeinsam herausgearbeitet, diese Übertragungshypothese. Wenn ich meiner Therapeutin sage, was ich brauche, wird sie darüber hinweggehen. Das ist die interpersonelle Angst, auch in der Therapie. Was einem immer in der Therapie bewusst sein muss, dass Patienten mit chronischer Depression eine ganz starke interpersonelle Angst haben und diese um allen Preis vermeiden wollen. Wenn jetzt dieser Bereich berührt wird, kann zwischen der prägenden Bezugsperson und dem Verhalten des Therapeuten, wenn er sich denn anders verhält, das ist gar nicht so einfach, da nicht in diese Fallen zu tappen, weil Patienten sich eben teilweise eben so feindselig verhalten, dass man, oder so unterwürfig, dass man leicht darüber hinweggeht. Aber das, da man es ja weiß, fällt man vielleicht nicht so leicht, und da man Therapeutin und Therapeut ist, fällt man nicht in diese Fallen und kann dann zwischen dem Verhalten diskriminieren, kann sagen, wie habe ich mich verhalten? Wie hat sich Ihre prägende Bezugsperson verhalten? Was bedeutet das für Sie? Dass es nicht immer so ist. Ja, und das wird auch in den Hier- und Jetzt-Beziehungen im Umfeld des Patienten in der Situationsanalyse so geübt. Hier sehen wir nochmal den Kiesler-Kreis mit allerlei Adjektiven. Der Kiesler-Kreis zeigt eigentlich, dass es ist so, der Spruch ist eigentlich, wie es in den Wald ruft, so schallt es heraus, dass man mit einem gewissen Verhalten eben ein Verhalten beim Gegenüber auslösen kann. Patienten mit einer chronischen Depression zeigen häufig ein Verhalten eher im unterwürfigen und feindseligen Bereich. Und wo man durch die Therapie und auch durch die Rollenspiele hin will, ist, dass wieder eine Flexibilität in allen Bereichen da ist, hin zu einem freundlich dominanten Pol. So, genau. Wir machen einen kleinen Sprung. Hier habe ich mal eine Kopie aus der S3-Leitlinie für Depression. Also auch einen kleinen Sprung in Uwes Vortrag. Wir sehen, bei chronischer Depression gibt es auch eine Empfehlung für eine Pharmakotherapie, Empfehlungsgrad B, bei der Dysthymie mit Empfehlungsgrad A. Wie wird vorgegangen? Leitliniengerechtes Vorgehen, am besten mit Algorithmus, Antidepressiva, dann Lithium-Augmentation oder Augmentation mit anderen Pharmaka, EKT, immer Psychotherapie. Ketamin eben auch, ist auch als Therapieoption vorhanden. Hier wurde bisher in den Studien, und auch in den Studien, die Uwe gezeigt hat, das pharmakologische Paradigma von Ketamin ist das, was untersucht wurde und was auch in den Esketamin-Studien mit Spravato untersucht wurde. Jetzt mache ich den kleinen Transfer zur Ketamin-augmentierten Psychotherapie. Welchen Vorteil hat es, Ketamin mit einer Psychotherapie zu verbinden? Und was könnte das für die Behandlung von Patienten mit chronischer Depression bedeuten? Man weiß, dass Ketamin im Gegensatz zu anderen antidepressiven Pharmaka einen raschen antidepressiven Effekt hat. Dieser kann zum Beispiel psychotherapeutisch genutzt werden, zum Beispiel in direkten Rollenspielübungen, in Situationsanalysen, auch in interpersonellen Interaktionen könnte das zu einem positiven Effekt führen. Ebenso, dass der dissoziative Effekt von Ketamin ähnlich wie die Psychedelika mit einem psychedelischen Paradigma des Medikamenteneinsatzes genutzt werden kann. Dass die Erfahrung eben nicht wie im pharmakologischen Paradigma diese Erlebnisse möglichst unterdrückt werden, weil sie ein Substanzeffekt sind, sondern dass sie einen hochbiografischen und persönlichen Inhalt haben und für die Behandlung der Patienten von Bedeutung sind.
Bisher gibt es noch keine Studien, die eine ketaminaugmentierte Psychotherapie oder ketamin-gestützte Psychotherapie und CBAS untersuchen. Was wären, jetzt kommen wir in einen sozusagen hypothetischen Bereich, es gibt keine Studien dazu, aber was könnten synergetische Effekte von einer Psychotherapie mit Ketamin und CBAS sein? Einerseits der direkte antidepressive Effekt von Ketamin könnte dazu führen, dass Patienten, auch wenn es nicht ein langfristiger Effekt ist, in einer Psychotherapie zum Beispiel mit Rollenspielen oder die klassischen Situationsanalysen sich in einem anderen Stimuluscharakter verhalten können und auch die Konsequenzen dieses Verhaltens im Rollenspiel merken können und das auch in ihren Hier- und Jetzt-Beziehungen vielleicht proaktiv sogar umsetzen können, also ganz wichtige interpersonelle Lernerfahrungen machen können, um diese Wahrnehmungsentkopplung zu durchbrechen. Auch wenn der antidepressive Effekt vielleicht nicht von lang anhaltender Dauer ist, die Lernerfahrung kann bleibend sein. Wichtig auch ist der antisuizidale Effekt. Menschen mit chronischer Depression haben nicht selten chronische Suizidgedanken, die eben eine gewisse, wie so ein Hintertürchen ist und auch in der therapeutischen Beziehung immer eine gewisse Distanz schafft. Wenn durch den direkten pharmakologischen Effekt eben dieser antisuizidale Effekt etwas, wenn die Suizidgedanken sich abmindern oder gar verschwinden für eine Zeit, kann das die Qualität der Psychotherapie verbessern. Auch spannend, was ist eigentlich die Wirkung oder was ist der Effekt des veränderten Bewusstseinszustands? Hierzu habe ich eine Studie von Max Wolf, der auch in unserer Praxis und bei der Mind Foundation tätig ist, von 2020, der gezeigt hat, dass psychedelische Therapie oder diskutiert hat, dass psychedelische Therapie zu einer Abnahme der vermeidungsbezogenen Überzeugungen führt. Was sind vermeidungsbezogene Überzeugungen? Prägungen zum Beispiel. Also es kann auch dazu, können diese Erfahrungen, ohne auf den subjektiven Inhalt einzugehen, zu einer Abnahme eben der Stärke der Prägung führen. Ebenso kann es zu einer erhöhten Exposition in interpersonellen Beziehungen dadurch kommen. Also es ist, wie gesagt, reine hypothetische Verbindung. Spannend wird es, das zu untersuchen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Es ist auch die Frage, wann sollte man was machen, wenn eine chronische Depression festgestellt ist? Zuerst eine Behandlung mit Ketamin, dann mit oder ohne Psychotherapie, CBAS gleichzeitig, alles spannende Fragen, die noch klinisch untersucht werden sollten. Wie gehen wir aktuell in unserer Praxis damit vor? Wenn wir Patienten mit chronischer Depression haben, vor allem mit frühem Beginn und direkt merkbaren interpersonellen Defiziten, das merkt man ja auch meistens direkt im Übertragungsgeschehen oder in der Interaktion auch mit Dritten, dass wir das CBAS-Therapieparadigma vorstellen und die Therapiemöglichkeiten, die an der Lokalität, zum Beispiel in Berlin, auf Therapeuten, Therapeutinnen, Therapiemöglichkeiten, stationäre und ambulante verweisen. Wenn Patienten sich zum Beispiel für eine ketaminaugmentierte Psychotherapie, wenn die Indikation vorliegt und sie sich für die Therapie entscheiden, die eine Off-Label-Therapie ist, dann bedenken wir immer diese interpersonellen, diese Wahrnehmungsentkopplung und was das für die Implikationen für die Therapie hat. Das sind dann meistens sowas Therapievereinbarungen, also im peritherapeutischen Bereich können die besonders wirksam werden, aber wenn sich das therapeutische Team darüber bewusst wird, dass diese Patienten besonders darunter leiden, kann eben das mit in die Therapie einfließen. Spannend ist auch zum Beispiel das Element der Übertragungshypothese oder der interpersonellen Diskriminationsübung, dies auch in einer anderweitigen Psychotherapie zu nutzen. Aber man muss sagen, es gibt noch keine Dismantling-Studien zu CBAS, dass man einzelne Therapieelemente, das ist ja sozusagen ein modulares System, einzeln untersucht hat. Dazu gibt es noch keine positiven Studien, aber mit der Übertragungshypothese macht man sich sein eigenes psychotherapeutisches Arbeiten mit den Patienten deutlich leichter.
Ich finde hierzu auch immer einen ganz spannenden, also wenn der Autor, wenn wir über die therapeutische Beziehung sprechen, einerseits McCullough, aber auch Yalom, der zum Beispiel auch in seinem eher populärwissenschaftlichen Gift of Therapy Buch auch immer wieder betont, und auch in seinem Buch über die existenzielle Psychotherapie, wie wichtig die Hier-und-Jetzt-Beziehung und nicht die Übertragungsneurose im psychodynamischen Sinn ist, sondern dass man wirklich mit der Hier-und-Jetzt-Beziehung mit Patienten ganz aktiv arbeiten kann. Und gerade da auch die Wahrnehmungsentkopplung bei Patienten mit chronischer Depression durchbrechen kann, insofern, dass Patienten merken, dass das, was sie tun, wie sie sich vielleicht im Kiesler-Kreis verhalten, eine Auswirkung auf den Therapeuten hat, auf das Gegenüber hat, dass nicht alles, was sie machen, sozusagen egal ist und alles gleich bleibt. Auch wir nutzen in der ketaminaugmentierten Psychotherapie den Begriff der Intention, mit dem man in die veränderten Bewusstseinszustände reingeht. Hier könnten auch interpersonelle Intentionen gesetzt werden, also Veränderungen, die sich Patienten, wo sie sich hinbewegen wollen. Es ist auch zu sagen, Ketamintherapie, Ketamin pharmakologisch wie auch psychedelisches Paradigma liegen Daten zu therapieresistenter Depression vor, weil eben therapieresistente Depression ist leichter zu erheben von der Anamnese, zwei Antidepressiva, ausreichende Dauer, Therapieresistenz liegt vor. Zu chronischer Depression, es ist auch im Zeitverlauf eine jüngere Diagnose, liegen noch keine Studien zu Ketamin vor und das Follow-up ist auch sehr kurz. Ebenso liegen, wenn wir uns jetzt das Ketamin plus spezifische Psychotherapie, also Ketamin-augmentierte Psychotherapie zum Beispiel, auch dazu ist die Studienlage zu affektiven Störungen zum Beispiel auch bisher insofern begrenzt, dass das Setting auch sehr heterogen ist und es bleibt abzuwarten und spannend, wie hier erstmal mit dieser Art von Psychotherapie in Kombination mit Ketamin eben, welche Ergebnisse sich dann erzielen und dann kann man vielleicht die Fusion mit einer spezifischen Psychotherapie für chronische Depressionen als nächstes untersuchen und versuchen. Aber Patienten kommen heute schon mit diesen Problemen, es liegen uns Therapien vor, also können wir nur das Beste daraus machen, es versuchen und es möglichst untersuchen. Ja, okay. Wir können danach jetzt gemeinsam die Fragen zu beiden Vorträgen diskutieren und ich danke Ihnen schon mal für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind ja nicht im großen Raum, wo wir jetzt dann klatschen können. Schade eigentlich. Aber eben, deswegen würde ich auch vorschlagen, öffne Diskussion. Ich habe schon eine Frage bekommen und da würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar Hyperthermie. Ja, also gerne. Ich kann auch ein bisschen die Studie, die da gemacht wurde, vorstellen. Die ist aus dem Jahr 2016 oder zumindest wurde publiziert. Und man hat dort bei 30 Patienten hat man diese Intervention gemacht. Und die hat man, glaube ich, abgewechselt, mal mit, mal ohne entsprechend. Und hat die Patientin, ich muss mal genau schauen, ich habe hier die Kriterien für eben halt eine bestimmte Zeit plus minus 2 Stunden auf diese 38,5 Grad erhöht. Und der Hintergrund, der da zu dieser Überlegung geführt hat, war der, dass über psychoneuroimmunologische Mechanismen angeworfen eben halt gerade auf dieser Immunschiene eine Wirkung erfolgen sollte. Letztendlich kann man mit dieser Behandlung natürlich jetzt mit der Studie nichts wirklich Pathophysiologisches sagen, sondern lediglich, dass tatsächlich bei den Patienten, die diese Anwendung bekommen haben, dann halt ein Effekt gezeigt wurde. Also insofern kann ich da jetzt auch nicht detaillierter pathophysiologisch drauf eingehen. Ich kann aber sehr gerne, Bernd, sehr gern diese Studie mal zuschicken oder auch in den Kreis. Also wenn ich eine Mail bekomme, dann meine Mailadresse stand hier irgendwo auf dem Vortrag. Ich kann die mal hier reinschreiben. Dann kann ich einfach gerne die Publikation schicken. Also hier mache ich meinen Chat, die Mailadresse rein. Und bin offen dafür.
Okay, ist das okay soweit? Also viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Es ist eher so ein deskriptiver Befund. Ja, ich habe jetzt auch eine Frage von Tom Saborowski. Welche Unterschiede gibt es zwischen psychedelischen Erfahrungen, die auf Ketamin basieren, zu anderen psychedelischen Erfahrungen? Welche Vorteile könnte eine ketaminbasierte Therapie gegenüber anderen psychedelischen Therapien haben? Es sind sehr subjektive Erfahrungswelten, die dort beschrieben werden, was jetzt gar nicht so leicht in einem kurz zu sagen ist, was ist da so der Unterschied. Psychedelische Erfahrungen hängen ja natürlich auch immer stark vom Set und Setting ab, was eben Umfeldfaktoren sind, die man in der Therapie möglichst positiv gestalten kann. Und im Rahmen von einer vorbereitenden Psychotherapie, all das, diese vorbereitenden Sitzungen haben Einfluss auf eben auch die Erfahrung an sich. Was man sagen kann, ist, dass die Erfahrung sozusagen eher stärker introspektiv sind, nicht so sehr gegenüber den klassischen serotonergen Psychedelika, nicht so sehr expressiv. In dem Setting, wie wir das anwenden, wir haben ja Ketamingabe als einzige Möglichkeit, dass es eher wirklich wie eine Reise ins Innere zu sehen ist, weniger als ein Erforschen von äußeren, zum Beispiel Wahrnehmungsveränderungen, wie sie auf den und die Wahrnehmungsveränderungen, optische Pseudohalluzinationen sieht man bei Ketamin zum Beispiel auch nicht so in dieser Form. Welchen Vorteil kann es haben? Bleibt abzuwarten, in Studien noch. Man kann aber sagen, interessant ist das Setting. Wir haben ein Setting von einer Ketamin-IV-Gabe von, wenn man das klassische Modell der APA nimmt, von 40 Minuten Infusion. Man hat dann knapp über eine Stunde Medikamenteneffekte. Danach können Patienten sozusagen zwar in Begleitung, aber wieder nach Hause gehen. Man kann wiederholte und man sollte wiederholte Sitzungen machen. Eben Patienten können sich an diese Art, so Therapie zu machen, gewöhnen, können sich, Angst nimmt ab, Erfahrungen werden sozusagen, können vertieft werden durch wiederholte Gaben, was jetzt in dem wöchentlichen Abstand mit den klassischen Psychedelika so nicht möglich ist und eben auch der Zeitaufwand, den eine Erfahrung ausmacht, ist auch sehr viel höher. Dann die IV-Gabe. Unter Umständen ist die stoppbar, wenn es zum Beispiel Komplikationen kommt. Das ist jetzt bei einer oralen Einnahme oder intramuskulär so nicht möglich. Also es gibt da eher noch, ja, es gibt Unterschiede, die herauszufinden sind, dass man das Head-to-Head untersucht für Patientengruppen. Jawohl, gibt es weitere Fragen? Im Chat ist wieder was gekommen, oder? Das war, glaube ich, ein Danke. Ich sehe auch keine Fragen mehr. Handheben geht auch immer noch. Helena Rock darf auch ihre Frage in den genau stellen. Soll ich meine Frage in den Chat stellen oder hören Sie mich? Nee, gerne so. Passt alle. Ja, prima. Also vielen Dank für den total spannenden und guten Vortrag von Ihnen beiden. Und ich habe eine Frage zu der Therapieresistenz. Also wann entscheiden Sie, was müssen Patienten aufweisen? Müssen sie eine Kombinationstherapie gemacht haben? Müssen sie augmentiert haben? Müssen sie Lithium dazu bekommen haben oder ein Antipsychotika? Und wann entscheiden Sie, jetzt ist der Patient dafür geeignet, dass er Ketamin bekommt? Also ich fang mal an, also danke für die Frage. Ich persönlich verwende den Begriff Therapieresistenz im klinischen Alltag nicht und schon gar nicht gegenüber Patienten, weil wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, das hat so was Endgültiges. Ja? Also Therapieresistenz impliziert, man kann nichts mehr machen. Deswegen machen wir dieses stufenweise Vorgehen. Und da können wir sozusagen auf verschiedenen Stufen einsetzen. Ketamin ist, was das Intranasale angeht, durchaus mittlerweile zugelassen. Aber trotzdem ist es insgesamt das IV
hat schon noch so diesen Off-Label-Charakter. Off-Label dürfen wir mit einer guten Begründung immer machen. Ketamin ist ja ein zugelassenes Medikament. Nichtsdestotrotz werden wir, oder im klinischen Alltag warten wir, würde man sagen, 3, 4 Behandlungsprinzipien ab, bis wir, sag mal, neuere oder experimentellere Verfahren anwenden. Also ganz sicher mal 2 verschiedene Antidepressiva und ein Augmentationsprinzip, auf jeden Fall immer Psychotherapie, gar keine Frage. Also Lithium kommt als Augmentation immer vorher oder auch Antipsychotika, niedriger dosiert, aber augmentiert. Das gehört schon zum Alltag dazu. Man kann auch mal schneller mal L-Tyronin oder so geben. Aber dann denke ich schon darüber nach, was können wir zusätzlich anwenden. Und da ist Ketamin eben halt, kann an, sag mal, an 4. Stelle durchaus schon mal kommen. Bei vielen Patienten kommt es an 8. oder 12. Stelle, weil über Jahre hinweg schon ganz viel anderes gemacht wurde. Und dann ist es aber auf jeden Fall mittlerweile eine Option. Es ist noch nicht breit etabliert. Ich weiß nicht, wie viele Kliniken es mittlerweile machen, aber ich glaube, es werden zunehmend mehr. Ich rege durchaus an, sagen wir mal, nach drei nicht gelungenen, aber gut durchgeführten Versuchen multimodal, dass solche Aspekte mit dem Patienten zu besprechen, übrigens auch die Elektrokrampftherapie, was bei vielen Patienten noch viele Ängste auslöst. Aber gerade bei solchen mit, ich rede jetzt nicht von demjenigen, der 3 Monate depressiv ist und wo wir jetzt mal das 3. Antidepressivum oder so machen, sondern es gibt ja viele, die kommen zu uns immer wieder und nach Jahren. Und da Elektrokrampftherapie oder mittlerweile auch ganz klar Ketamin einmal ausprobieren. Soweit. Ja, super. Vielen Dank. Ich kann da hinzufügen, bei uns, wir sind ja eine Praxis für augmentierte Psychotherapie, bieten da substanzgestützt mit Ketamin an. Da es eine Off-Label-Behandlung ist, prüfen wir die Indikation natürlich auch ganz klar. Aber es können auch Patienten, die sich bewusst aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, gegen einen zweiten Antidepressiva-Versuch oder gegen eine Lithium-Behandlung oder gegen Antidepressiva überhaupt entscheiden, nach einer ausführlichen Aufklärung über die leitliniengerechte Therapie, auch als Off-Label-Therapie eine ketaminaugmentierte Psychotherapie als erste Therapie bekommen. Sie werden natürlich da ordentlich für aufgeklärt, was die Leitlinientherapie ist, aber es ist eben auch in der partizipativen Entscheidung mit dem Patienten möglich, dass sie diese Therapie direkt angehen. Oh, ich sehe keine Hände und nichts mehr im Chat. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ja. Und zwar zur Elektrokrampftherapie. Ist das was man von Anfang an in der Therapie hernimmt oder erst nachdem man was Pharmazeutisches ausprobiert hat und das nicht funktioniert hat? Ja, danke. Also es ist in der Leitlinie tatsächlich so gesagt, erwägen zu jedem Zeitpunkt der Behandlung. Das heißt also, Sie können sozusagen als Kliniker durchaus sich überlegen, fange ich mit der EKT an. Aber ganz praktisch gesehen wird es so sein, da das ja auch einen gewissen Aufwand bedeutet und schon, sagen wir mal, eine Behandlung mit gewissen Implikationen ist ja auch Nebenwirkungen, kann man für eine gewisse Zeit kognitive Störungen machen und so. Man hat die Narkose, die dabei ist, auch ein gewisses Narkoserisiko beinhaltet. Ist es so, im praktischen Alltag kommt es, sagen wir mal, ab der 3. Stufe. Aber grundsätzlich können wir das natürlich von Anfang an machen. Und es kann auch mal sein, dass depressive Patienten mit einem so ausgeprägten, zum Beispiel stuporösen oder sogar katatonen, also eher stuporös mit Depressionssyndrom kommen und für gar nichts anderes zugänglich sind, dass wenn wir nur irgendwie die Einwilligung erwirken können, dass wir das dann auch, sagen wir mal, First Line anbieten. Aber das sind individuelle Patienten. Grundsätzlich fangen wir im klinischen Alltag mit Psychotherapie und Medikamenten und psychosozialen Maßnahmen an, deklinieren das durch und dann kommt irgendwann die EKT hinzu. Danke. Und man tut ja die Leute unter Narkose setzen währenddessen. Wenn man das nicht machen würde, was würde dann passieren? Also sind das so starke elektrische Signale, dass das irgendwie motorische Potenzial und sowas auslesen würde oder sonst irgendwas?
Genau, absolut richtig, so ist das. Also Okay. was bei der wirksamen EKT ist eine zwingende Voraussetzung, dass sie einen generalisierten Krampfanfall bewirken. Ja, das heißt, sie müssen mindestens 25 Sekunden Krampfpotenziale im EEG, also in den Hirnströmen, sehen. Und das hat andersherum, bedeutet das natürlich, wenn Sie die EKT ohne Narkose anwenden, dann induzieren Sie den Krampfanfall. Dadurch kommt der Patient in die Narkose sozusagen. Er krampft aber auch richtig. Und das möchten Sie natürlich vermeiden. Das ist einer Flug übers Kuckucksnest. Ja, da wird das gezeigt. Das ist natürlich seit Jahrzehnten nicht mehr so, weil wir währenddessen auch eine komplette Muskelrelaxation machen, außer vielleicht bei einigen, die das machen, die binden den Arm ab, sodass man die Kontraktion noch am Unterarm sieht. Das muss man aber nicht einmal, weil über das EEG haben sie letztendlich die Kontrolle. Das heißt also komplette Muskelrelaxation, kein motorischer Krampfanfall, Kurznarkose, aber im Gehirn Krampfpotenziale, also eine generalisierte Depolarisation. Danach gibt es so eine stille Phase, 90 Sekunden sollte man mindestens haben. Und, und danach hört die Wirkung der Narkotika nach 2, 3 Minuten auch schon wieder auf. Das ist ja mit Propofol oder womit man immer das auch macht, ist das sehr schnell wieder vorüber. Alles Ja, klar, danke. Andrea. ja, Schön. hallo. Ich stelle mich ganz kurz vor, Andrea Jungawele. Ich bin Praxispartnerin in der Praxis für augmentative Psychotherapie und so ein bisschen Sebastians Gegenstück eben als Anästhesistin in der Praxis. Erstmal, Uwe, dir herzlichen Dank, dass du heute Abend da bist und diesen Vortrag hältst. Ich fand es Sehr gerne. sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Sebastian, dir auch. Noch ganz kurz zur EKT. Also, ich kenne das sozusagen aus der anästhesiologischen Perspektive und das passiert immer in der Vollnarkose, normalerweise mit einer depolarisierenden Muskelrelaxierung mit Sinircholin. Das ist eine Sache von maximal 5 Minuten, wenn man das gut macht, aber der Patient ist so tief in Narkose, dass da wirklich keine Faser mehr zuckt. Das ist auch richtig so, weil es sonst auch gefährlich wäre für den Patienten auf ganz vielen Ebenen. Die können sonst auch mit Muskelfaserriss und so weiter und so fort aus sowas rausgehen. Das wollen wir wirklich nicht sehen. Ganz kurz nochmal so in der Zusammenfassung, das, was wir heute gehört haben. Ich finde es sehr spannend, dass ja, wie Uwe beschrieben hat, es seit 50 Jahren keine wirklich neuen Paradigmen mehr gibt in diesem Feld der Depressionsbehandlung. Und jetzt sind so die ersten zarten Keime da und die kämpfen natürlich auch erstmal um Legitimität, um Anerkennung. Und es muss wirklich rausgefiltert werden, was funktioniert wirklich und was ist vielleicht auch ein Strohfeuer. Und da sind wir alle noch gemeinsam auf dem Weg. Und was ich da schon beim Ketamin sehr, sehr schön finde, gerade auch wenn wir noch keine sicheren Evidenzen, gerade für die ketaminassistierte Psychotherapie haben, haben wir Evidenzen für Psychotherapie in der Depressionsbehandlung und für die medikamentös-neuropharmakologische Wirksamkeit des Ketamins. Und wir hoffen einfach an dem Punkt, dass zweimal Plus nicht Minus macht, sondern Doppelplus und dass wir einfach den Patienten eben mit der ketaminassistierten Psychotherapie beide Faktoren wirklich zugutekommen lassen können. Wie da genau in Zukunft die Freigaben sein werden, wenn es aus dem Off-Label-Bereich rausgeht. Das wird sich alles weisen. Spannende Info vielleicht noch. Wir mit der Praxis sind jetzt an dem Punkt, dass wir für diese Kombination aus Psychotherapie und Ketamin e.V. von privaten Krankenkassen die volle Kostenübernahme bekommen. Wir finden das einen Riesenschritt, weil das den Patienten auch einen ganz anderen Zugang gewährt. Bisher war es oft so, dass in solchen Konstrukten die Ketamininfusionen übernommen wurden, aber die Psychotherapie als Nicht-Regelpsychotherapie nicht abgedeckt wurde. Und da scheint sich ein Paradigmenwechsel anzubahnen und den planen wir auch mitzugestalten. Damit bin ich schon wieder raus. Ich danke vielmals. Danke, ja, gut, sehr gut. Ja, danke auch. Und wir haben es kurz vor 9:30 Uhr. Der Abend neigt sich. Ich sehe keine Meldung mehr. Ich möchte gerne noch auf den nächsten Vortrag in dieser Reihe hinweisen. Ein Urgestein der ketaminassistierten Psychotherapie, Evgeni Krupinski aus Sankt Petersburg, glaube ich, genau, Sankt Petersburg, der am 9.6. einen Vortrag halten wird, mit schon sehr frühen historischen Daten aus den 90ern und Nullerjahren, weil es leider mittlerweile in Russland, wo er lebt und arbeitet, verboten ist, aber auch ein sehr spannender Vortrag. Ich werde es nochmal im Chat posten, die Informationen dazu. Und danke Ihnen dann sozusagen, danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Danke, schönen Abend.